Öffnet die Tore. Angriff. So, Bresche ist geschlagen. Wird gemacht. In Ordnung. Was ist, wenn wir der Südseite den Befehl geben zu stürmen, werden die stürmen. Fertig, Meister. Es ist Zahltag. Die Nordseite ist nicht die beste... Oh, Reiterei. Wie unglücklich für euch, nicht wahr? Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Nur Mut. Wie absolut tragisch. Schlichtweg fürchterlich. Fertig. Was wollt ihr nun tun? Das Gebäude, eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ausbau vollbracht. Ich weiß nicht, wie viel Stroh wir brauchen. Aber wir müssen die Südseite und die Nordseite jeweils füllen. Das Gebäude ist... So. Feuer! Angriff! Nicht du, Konchi. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich brauchen wir, um das hier im Auge zu behalten. Und wir wollen generell die Festung so gut es geht komplett aufgedeckt haben. Sechs dessen wollen wir auf dieser Seite mindestens drei Kundschafter stehen haben. Und von null, setzt noch einen weiteren Turm dahin. Ich vertraue dem Abschaum da nicht so ganz. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So. Ja, ja. Es ist Zahltag. Seid gesegnet. Wir haben doch noch hier noch einen weiteren Kundschafter, nicht wahr? Da. Ja. Mitkommen. Jawohl. Natürlich. Seht durch mein Fernglas. Ich hab getan, was ihr wolltet. Schaut in die Ferne. So, die Festung wird komplett unter unserem Blick liegen. Seht her. Seht durch mein Fernglas. So, sehr gut. Jetzt haben wir unser Ziel perfekt im Blick. Quick Save. Und hoffen, dass die Strohlieferung keine Probleme kriegt. Das ist an sich schon eine schön gestaltete Festung. Und die absolute Katastrophe zu belagern. Also Ferngäpfer haben hier eine wunderbare Verteidigungsposition. Spezifisch mit dem Kessel hier. Nahkämpfer werden hier eine richtig schlechte Zeit haben. In Ordnung. Unglücklicherweise für die allerdings. Wir erledigen das. Nun läuft das hier alles bei uns sehr gut. Dünnt weiter die Welle aus. Attacke! Der Ballisterturm da oben steht noch. Jede Form von Flächenschaden möchte ich dem Feind hier nicht zugestehen. Attacke! Wäre nämlich ganz schön gefährlich. In Ordnung. Gern. Wie viele Wagen braucht man? Jawohl. Seid unbedingt. Also noch ein paar jedenfalls. Es ist Zahltag. So, drei Wagen haben wir nochmal pro Seite losgeschickt. Das sollte hoffentlich reichen.
beten. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Bei Mohammed, es sei. So, und dann können wir hier von der Seite aus die ganzen Mauern noch leer fegen und den Angriff, den vollen Angriff einfach befehlen, sobald der Burgraben überquert ist. Da ist noch ein Turm, aber den kommen wir momentan noch nicht dran. Nicht solange diese Brücke nicht geschlagen ist. Und das ist schon ziemlich nah davor. Ja, ja. Aber sicher doch. Wir müssen das im Blick behalten. Sieht her. Bei allen Umständen. Na gut. Ausbau abgeschlossen. Jawohl. So, wo bleiben die Karren? Da sind sie. Was für Michael, dem hoffe ich hier eigentlich mit Schwefel? Wahrscheinlich wollte er seine Kanonen damit bauen, die wir ihm vorenthalten haben, aber ich habe sonst nirgendwo Kanonen gesehen. Das waren bisher nur Reiter und Arbalestenschützen. Ja, mein Herr. Das wird doch jetzt klappen. Der Tag der Abrechnung. Oh je. Steuern und Sold werden bezahlt. Ich hoffe, wir haben mit 3 nicht doch zu wenig genommen. Jawohl. Ja, haben wir. Weiter Karren. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Nur um ganz sicher zu gehen, dass es diesmal was wird. Muss ja auch drüber laufen können. Seid gesegnet. Ah, seht euch an, was wir mit der Festung schon gemacht haben. Sie ist so sturmreif geschossen schon. Kann nicht mehr viel sein. Ich glaube, 1 oder 2 Lieferungen hätten das schon gemacht, aber wir gehen auf Nummer sicher. 6 Lieferungen pro Seite. Und dann kann die Festung gestürmt werden. Bezahlen ihre Steuern. Ich mag, dass der Endkampf hier auf diese Art und Weise gestaltet ist. Ich mag das wirklich sehr, weil das ansonsten, das hätte es auch von 5 Minuten sein können. Einfach drüber rollen und gut ist. Oder gegen irgendwelche Endlos-Spawner anzukämpfen. Das hier ist kreativ. Wird gemacht. Also zugänglich. Die ist auch überquerbar. Seid unbesorgt. Alle Leute, holt sie euch. Wird gemacht. Auf in den Kampf. Ergreift sie. Attacke. So soll es sein. Stopp. Stürmt die Festung. Ja. Woran scheitert ihr hier? Sollte im Weg stehen? Tötet. Ergreift sie. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an.
kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So, bombardiert sie zu Klump. Die hier kommen nicht ganz klar. Aber die hier versuchen es zumindest. Attacke! Salem, heil die Kanone. Fürchtet die Wunde nicht länger. Ich tue mein Bestes. Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sagt er, greift an. Jawohl, ja. Aber man kommt noch nicht ganz rüber. Man kommt auf der Seite noch nicht rüber. Wir erledigen das. Oh, wirklich? Das glaube ich ja gar nicht mal. Südseite. 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 Ich habe genug von Unsinn. Bis in den Tod. Bombardiert die Motte. Dann kommen Schülerschützen raus. Schießt auf sie. Attacke. Macht sie nieder. Salem, geh nach vorne. Ja, Herr. In Ordnung. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Salim wurde überwältigt. Ah ja, Salim hat versucht, Nahkampf zu machen. Natürlich geht es nach hinten los. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Nur Mut. Mach die Motte weg. Ihr fegt die ganzen Mauern leer. Gruppe 7. Löscht die Motte. Ich möchte, dass sich die Armee von Grobo ein Stück zurückzieht. Also, so. Grobo, ein Rückzug. Salim wurde überwältigt. Für Ruhm und Ehre. Ja, Herr, wird gemacht, wie ihr wünscht. Ja, wir bleiben hier. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Zerlegt sie. Angriff. Ein weiterer Rückzug. Sammelt euch in euren Angriffspositionen lieber. Gruppe 7, zieht euch mal zurück. Wir erledigen das. Gruppe 2, zieht euch zurück. Euer Wunsch ist mir Befehl. So soll es sein. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich tue mein Bestes. Da kommt man einfach nicht drüber. Dafür sind wir genau die. Warum nicht? Ist es zu hoch geworden? Wenn wir die Burg zerstören, könnten wir. Ich habe euch einen Rückzugsbefehl gegeben, Leute. Zurück mit euch. Ihr werdet angegriffen. Formation wechseln. Jawohl. Wie ihr befehlt. Ich glaube es ja gar nicht, Leute. Ich erlaube euch, euch zurückzuziehen, am Leben zu bleiben und ihr spuckt mir so ins Gesicht. Die Position ist wirklich so hoch geworden, dass man hier nicht durchkommt. Und nichts in den Mauern. Wir werden siegen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So. Auffrischen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Haben wir einen 5-Sterne-Trupp verloren? Nein, die sind alle noch da. Gut. Sofort. Ich wäre nicht glücklich gewesen. Halt. Wir haben einen Trupp zu viel. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So. Wie ihr wünscht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr werdet angegriffen. So soll es sein. Bis in den Tod. Hm. Wie ihr befehlt. Woran liegt das, dass sie hier nicht losmarschieren wollen?
Die Mauern hier vielleicht ist noch zu eng und man kommt hier durch, das wissen wir. Die Truppen erhalten hier einen Anfall. In dem Fall warten wir darauf, dass er sich wieder gesammelt hat, damit wir ein bisschen Kanonenfutter haben und rennen ihm direkt hinterher. Der Feind hat nicht wirklich was, was er uns entgegenschmeißen kann, wenn wir wirklich einen massiven Angriff machen und die schwarze Festung von unten bombardieren. Ich möchte euch in Kastenformation haben, weil ihr von allen Seiten beschossen werden werdet. Ach, probiert die Linie für den Anfang. So, der muss erstmal seine Truppen hier wieder massiv zusammensammeln. Mit Kanonen und allem. Und dann wird das Ganze hier schön freigefegt werden. In Ordnung. Stop. Ich möchte, dass ihr vom Süden aus eigentlich angreift. Warum macht ihr das nicht? Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Eine Sekunde. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Jawohl. Nach hier oben mit euch. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Eure Beten. Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. So, die beiden haben jetzt theoretisch einen Angriffsbefehl, nehmen den aber nicht. Weil die hier nicht rüber können. Genauso wenig wie wir es effektiv können. Vielleicht, wenn wir einen Fuhrmann gen Süden schicken. Weil ich werde dann überquerbar. Aber ich habe das Gefühl, es wird nur schlimmer werden. Weil wir es vielleicht zu hoch gemacht haben. Kommt noch Truppen nach. Kriegt erstmal aus dem Weg. Damit die Verbündeten hier besser sammeln können. Wir wollen, wie gesagt, dass sie die erste Welle darstellen können. Hier ist halt kein Rüberkommen. Ich habe gesagt, greift an. Robo. Robo wird's richten müssen. Mit seinen Billo-Truppen. Hier unten schießen wir den Feind einfach weiter sturmreif. Wir müssen aus dem Warten, müssen unsere eigenen Kanonen noch hier ankommen. Okay, die wollen einfach nicht mitspielen. Die stellen sich einfach an. Ja, mein Herr. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Schwerter, ich möchte euch eine Sache sagen. Dieser Sturmangriff wird für euch nicht angenehm. Ihr werdet aber direkt mit der grünen Armee mitgehen, damit ihr hier reinkommt. Wenn die hier erstmal drin sind und anfangen können, hier zu wüten, dann werden die da Spaß haben. Aktuell bringt unser Verbündeter noch sehr, sehr viele Kanonen mit. Ich glaube, wir können den Angriff befehlen. Was soll's? Angriff! Hinterher! Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Euch will ich als Gruppe 4 haben. Wir erledigen das. Macht sie nieder! Angriff! Ja, mein Herr! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Attacke! Bringt die Kanonen hier rüber! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Versteckt den Angriff. Gebt Schub. Lauft weiter. Marschformation. Ja, Herr.
angegriffen. Nur Mut. Wir werden siegen. Okay, wir haben hier eine Bresche, die wir nutzen können. Unser erster 5-Sterne-Trupp ist gestorben. Neu formieren. Ihr, da drauf. Bis in den Tod. Formieren. Ja, Herr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Nachschub für Gruppe 4. Wir bleiben hier. Nur Mut. Wir werden siegen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ergreift sie. Stürzt euch da hinten rein. Angegriffen. Salim wurde überwältigt. Das ist normal. Auf in den Kampf. Jawohl. Auf in den Kampf. Kanone da hinten. Wie ihr befehlt. Jetzt könnt ihr zeigen, perfektes Primärziel. Ich könnte schwören, ich hab unsere Schwerter bluten das hier einfach aus. Dort oben im Baum. Attacke. Wollen unsere Verbündeten nicht mitkommen wollen. Wir müssen ein paar Nachschub an Schwertern schicken und ein bisschen Nachschub an Schützen. Wenn wir Kampfkraft verlieren, werden die Feinde schnell niederkämpfen können. Wir werden siegen. Salim ist da. Kanone. Voll da mal rein. Wie ihr wünscht. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Gruppe 1 ist tot. Komplett aufgerieben. Wir bleiben hier. Gruppe 4. Rückt ihr nach? Halt. Ergreift sie. Okay, wir kämpfen gegen Endlos-Spawner. Wir sollten es wahrscheinlich beenden, indem wir ganz kurz mal die Festung löschen und ein paar Scharfschützen mitbringen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Ein Verbündeter. Gruppe 4, Feuer! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Macht sie nieder! Der Respawn halt so viele Arbalestenschützen, irgendwann muss die Festung halt weg. Gruppe 1. Stimmt die Festung. Baut euer Dorfzentrum aus. Oder wenn wir hier eine Bresche reinschlagen, kommen die Schwertkämpfer schneller durch. Wir müssen nicht durch die ganze, durch den ganzen Zwinger durch. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Zalter, ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Lehrt sie das Fürchten. Einmal die Mauer hier durchbrechen. Die Leute können dann hier hoch. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. Macht sie nieder. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Nur Mut. Wir werden siegen. So, eine kleine Spezialistengruppe. Wird gemacht. Speziell darauf, Gebäude loszuwerden. Und jetzt sind die Schwerter viel schneller hier drin und können sofort anfangen zu wüten. Nur Mut. Wir werden sie. Aber die Wegfindung hier ist ein bisschen wack. Also Feuer. In den Tod. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Auf in den Kampf. Formiert euch. Ihr seid Gruppe 6. Für Ruhm und Ehre. Gruppe 4 feuert da hinten rein. Das darf sich niemals ansammeln. Bis in den Tod. Die Schwertkämpfer saugen den Schaden echt gut auf. Angriff. Das Schloss von Michael dem Offizier wurde zerstört. Der Tyrann selbst starb in seinen Flammen. Wir haben es geschafft. Die Nachbarschaft ist jetzt frei von diesem Tier. Ja, Salim chillt inzwischen noch ein bisschen. Salim, Lady Talessa möchte mit dir reden. Okay, ich bin auf dem Weg. Ihr habt einen neuen Auftrag. Feuer. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Zahltag. Die Schwerter haben hier so eine gute Arbeit geleistet, dass obwohl sie einfach so beschossen wurden. Nur Mut. Wir werden siegen. Nein, alle aktivieren. Ach ja, wir können mit Eric nicht zurück zu blasen. Schade.
jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, Feuer. Wie ihr befehlt. Jawohl, seid unbesorgt. Jawohl. Jawohl. Ihr seid auf Feind. Schießt sie zusammen. Sie greifen an. Also wir haben einen Trupp, der drei Sterne Ablästenschütze noch am Leben, wie es aussieht. Der Rest scheint gestorben zu sein. Unsere Schwertkämpfer sind mehrmals gestorben. Für Ruhm und Ehre. Angriff. So. Unsere Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Letzten Endes war Grubbo der Einzige, auf den wir uns wirklich verlassen konnten. Na gut, die haben hier natürlich einen ordentlichen Kampf geführt. Und Grubbo hat hier oben nicht so viel zu bekämpfen. So, hebt Zahlen mal wieder vom Boden. Ihr zieht euch zurück auf eure Position. Zieht die Kanonen zurück. Etabliert, dass Dario hier gewesen ist. So. Salem, Lady Talessa möchte mit uns reden. Begrüßen wir Lady Talessa. Es ist Zahltag. Gruppe 1 kann wieder in die Existenz zurückgerufen werden. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir kümmern uns darum. So soll es sein. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend. Wir haben 2 5-Sterne-Trupps jedenfalls jetzt. Ich weiß noch nicht, ob die Trupps überlebt haben oder ob die Ablästenschützen einfach nur wieder auf 5 Sterne gekommen sind. Spielt keine Rolle. Ich tue so, als hätten sie es überlebt. Warum, Salem? Ich tue mit Allahs Hilfe. Irgendwas hier ist an der Wegfindung merkwürdig. Sofort. Fertig, Meister. Hätten wir es darüber regeln können, vielleicht? Eine kleine Blocking-Aktualisierung. Nö. Die Blocking-Aktualisierung selbst scheint irgendwie das Problem zu sein. Ja. Ja. Genau hier scheint der Punkt zu sein, wo das Spiel sagt, nö. Ja. Ist nicht. Und ich weiß nicht wirklich, weswegen. Aber von mir aus. Salem muss das dann auf die manuelle Art und Weise regeln, indem er hier hochrennt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und dann haben wir den alten so, deponiert Türme auf den Ecken. Und auf den hinteren Ecken. Die vorderen müsst ihr kurz mal wieder freischießen. Ergreift sie. Bis in den Tod. Lehrt sie das Fürchten. Bis in den Tod. Nein, Gruppe 9. Ihr müsst dann, das machen. Dann haben wir den alten Gruppe 0 wird den Schlaganfall leiden, wenn wir nicht rüberkommen. Es sei denn, wir nehmen sie wirklich bei der Hand, damit sie den kürzesten Weg direkt kennen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Hab Holz gefällt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, Salem, jetzt kannst du zu Lady Talessa gehen. Jawohl. Neu formieren. Ich tue mein Bestes. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir dürfen nicht vergessen, ihre Armee ist auch noch immer noch hier. Hoffen, dass nicht auf blöde Ideen kommt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Oh, ein Wohnhaus steht noch. Wie schön. Seid unbesorgt. Wir erledigen das. Kommt mal hier rüber. Ich möchte lieber in der Nähe des Dorfzentrums haben. Die Position hier ist eigentlich zwar von moralischem Wert, aber darüber hinaus ziemlich wertlos. Und die Scharfschützen könnten von hier aus den Beschuss aufnehmen, falls irgendwelcher Unsinn passiert. Aber davon gehe ich nicht wirklich aus. Ah, hätten wir den Turm nicht gebaut, würden Schießpatienten passen.
Natürlich. Will den Schießplatz haben. Können wir ihn sogar drehen, vielleicht? Nein. Dann baut den Schießplatz trotzdem. Sofort. Hat sie den Regen hier zu verantworten? Sie hat eine Wettermaschine. Naja, gehen wir sie in ihrem Garten besuchen. Na gut, das hier existiert natürlich noch, aber nicht unser Problem. Gut gemacht, Salem. Ihr habt die Truppen erfolgreich zum Sieg geführt. Lasst uns nun über die Eisenmine sprechen. Kannst du haben. Du hast mir versprochen, dass ich sie nach dem Angriff kontrollieren werde, oder? Klar, die Eisenvorkommen gehören dir. Salem und sein Volk fanden ein Land, in dem sie sich niederlassen konnten und besiegten Michael, den Morphiche. Jetzt ist das Land frei. Salem beschloss, dieses Land für einige Zeit zu verlassen, um die Gebiete im Norden zu erkunden. Ich habe meine Heimat erstmal gehen. Na wunderbar. Das ist diese Karte gewesen. Das war Blood. Und wurde ihrem Namen definitiv gerecht, wenn ich mir die Kampfpunkte hier gerade ein bisschen ansehe. So, 120 Gebäude, 10 Bauernhöfe, 14 Wohnhäuser, 10 Arbeitsplätze am Ende noch. 146 Soldaten zur Höchstzeit, 142, eins von beiden. So, die Motivation. Leibeigene Arbeiter, Ressourcen ging ganz gut klar. Eisen hat abgenommen, weil wir Truppen ausgebildet haben. Wir haben tatsächlich die Hälfte unseres Eisens verbrannt. Wir haben auch die Hälfte unserer Taler verbrannt. Nicht wirklich die Steine, ein bisschen Schwefel. Doch schon eine Menge Holz, aber das waren hauptsächlich für Gebäude. 132 Gebäude zerstört, keines verloren. 2201 Leute erledigt und 431 verloren. Spezifisch bei dem Sturm auf die Festung und bei dem Reiterkampf am Anfang. Und das, liebe Gemeinde, war Blatt. Salem hat sein Wort gehalten, hat die Eisenmine rübergegeben und damit ist es alles gelaufen. Insofern bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch allen viel Spaß und ich bin gespannt, was die nächste Karte so mit sich bringt. Bis dahin, Cheerio!